Ja, hallo. Hier ist wieder KWH Sportwetten. Ich wollte euch noch mal zeigen, was wir alles getippt haben. Vorneweg, wenn ihr Interesse habt, checkt mal den Telegram-Kanal. Den Link findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und wenn euch das Video gefällt, lasst mal einen Daumen hoch. Ja, ich fange einfach mal an. Wir beginnen in der Bundesliga. Da haben wir getippt, Mainz gegen Arminia Bielefeld. Gestern schon, da war die Quote noch bei 1,85. Ja, ich glaube, Mainz ist spielerisch einfach die bessere Mannschaft. Arminia Bielefeld, ja, ich glaube, das sagen so viele, die spielerisch einfach limitiert. Ja, allerdings, es könnte auch unentschieden ausgehen, aber ich bin irgendwie fest davon überzeugt, dass Mainz gewinnt. Das nächste Spiel ist Dortmund-Frankfurt. Da sind wir auf die Tore gegangen. Auf das beide treffen. Da war auch gestern oder vorgestern war die Quote noch bei 1,6. Ist auch schon ein bisschen gesunken. Ja, beide offensiv stark, hinten schwach. Bei Frankfurt fehlt Hinteregger. Der ist, glaube ich, so bei Frankfurt für die Stabilität in der Abwehr da. Und ich glaube schon, dass hier beide treffen. Und genau, vielleicht kann man hier Dortmund-Frankfurt noch irgendwie ein bisschen kombinieren. Aber was ich auch noch getippt habe, ist Gladbach gegen Freiburg auf den Sieg von Gladbach. Ja, eigentlich auch ein, ja, ich sag mal, ein bisschen schwieriges Spiel, aber Gladbach muss langsam mal an die Puschen kommen. Und Freiburg ist auswärts nicht ganz so stark und ja, Gladbach wird das, glaube ich, gewinnen. Und der letzte Tipp aus der Bundesliga. Sind wir auf Union Berlin gegen Hertha? Da bin ich auf die doppelte Chance, nein, auf unentschieden Geld zurück, auf Hertha gegangen. Ja, wie gesagt, da kann auch unentschieden ausgehen, aber ich glaube, Hertha will das Ding unbedingt gewinnen, auch wie Union Berlin, klar. Aber ja, also ich bin davon überzeugt, dass Gladbach zumindest unentschieden spielt oder auch gewinnt. Deswegen mit einer Einheit auf. Unentschieden Geld zurück. Dann haben wir noch, muss ich gerade mal gucken, aus der zweiten Bundesliga. Da sind wir auf den Sieg von Sandhausen gegangen. Also Würzburg hat ja einen Trainer entlassen. Ist immer schwierig dann zu sagen, ob sie vielleicht dann noch mal so einen neuen Push kriegen. Aber ich glaube, Sandhausen, die sind auch Vorletzter, die müssen gewinnen. Und wenn nicht gegen Kickers, wann dann? Und deswegen denke ich schon, dass Sandhausen gewinnt. Und dann noch ein Tipp, Hannover-Hamburg. Bin ich auch bei unentschieden Geld zurück. Da war gestern noch 1,8, dann 1,75 und jetzt nur noch 1,7. Sind wir auch mit einer Einheit auf Hamburg gegangen. Für Hannover geht es um nicht mehr viel. Jetzt kann man sagen, die können vielleicht befreit ausspielen. Aber ich glaube, Hamburg, trotz alledem sind es so die beste Mannschaft in der Liga, zumindest spielerisch. Und ich sag mal, die werden zumindest nicht verlieren. Und der letzte Tipp aus der zweiten Liga ist dann Pauli gegen Braunschweig. Pauli wird das Ding machen, also gegen Braunschweig, die haben ja einige Corona-Fälle. Und St. Pauli, da geht es ja auch um nicht mehr viel. Deswegen werden sie das Ding. Denke ich mal, gewinnen. Und der letzte Tipp ist Eishockey. Jetzt fragen wir euch wahrscheinlich welche, warum tippst du Eishockey? Den Tipp habe ich von einem Freund, der wirklich von morgens bis abends, sage ich mal, Eishockey guckt. Und das sind die Krefeld Pinguine gegen Augsburg Panthers. Also die Krefeld Pinguine, die haben ja die letzten Spiele, ich glaube, alles verloren. Ich habe ein Spiel jetzt vorgestern mit einem Freund geguckt gegen Red Bull München. Da haben sie, glaube ich, 8-1 verloren oder so. Ich meine, klar, man muss immer Acht geben, aber eine Quote für die Augsburg Panther, die die letzten Spiele eigentlich gewonnen haben, außer zuletzt, die letztes Spiel haben sie verloren. Ein 2,15. Da würde ich vielleicht mit einer halben Einheit oder mit einer Einheit, je nachdem, auf den Sieg von den Augsburger Panthern gehen. Ja, also das waren jetzt meine Tipps zum Wochenende. Wie gesagt, wenn euch das Video gefällt oder noch ein paar Tipps wollt, checkt mal die Telegram-Gruppe, das ist alles kostenlos.
Und ich wünsche euch auf jeden Fall ein erfolgreiches Wochenende. Macht's gut. Ciao.